Servus, sagt der Pablo Bommes aus dem spanischen Kochstudio. Heute gibt's Fisch. Wir machen Merluza. Das bedeutet Seehecht. Und den Seehecht bereiten wir vom Grill vor. Natürlich vom Holzkohlegrill. Aufpassen im Video. Und los geht's. Ja, Lichter auf den Tisch, unser Seehecht. Und folgende Zutaten verwenden wir dafür. Ganz einfach. Wir fangen an. Ein wenig Petersilie mit Knoblauch kleinkackt. Eine Zitrone brauchen wir, beziehungsweise Zitronensaft. Pfeffer, Olivenöl, Salz und das war schon. Unser Fisch ist sauber ausgenommen und auch die Schuppen, die haben wir schon entfernen lassen. Was machen wir jetzt? Ganz einfach, wir schneiden noch ein Stückchen auf und hier mit unserem Fischmesser einfach mal Richtung Schwanz ein Stück noch aufschneiden. Denn hier kommt Olivenöl noch mit rein, später auch noch ein bisschen Zitronen und Knoblauch. Aber als allererstes kriegt unser Fischler eine Massage. Und zwar mit Olivenöl auf jeder Seite gut einreiben, dann halten unsere Gewürze besser. Jetzt ganz einfach und entspannt geben wir auf jeder Seite ein bisschen Salz und Pfeffer hinzu. Das machen wir auch innen drin und auch ein bisschen verreiben, so dass der Fisch richtig schön Salz und Pfeffer auf jeder Seite und auch innen drin bekommt. Zitronen bzw. Saft der Zitronen presse ich mit der Hand aus, also einfach den Fisch von jeder Seite gut mit Zitronensaft beträufeln. Mit dem Knoblauch nicht sparsam sein, einfach 5, 6, 7 Zehler Knoblauch nehmen, die könnt ihr in der Mitte noch halbieren und die packen wir jetzt in den Fisch rein. Wir haben ja vorhin ein wenig aufgeschnitten, da kommen die Zehler jetzt einfach rein. Und jetzt noch Petersilie und Knoblauch. Da auch ein bisschen rein in den Fisch und außen rum, weil wir machen gleich die Aluminiumfolie richtig schön zu. Dann ist der Fisch schön mit Petersilie, Knoblauch innen und außen bedeckt. Den letzten Rest noch ein wenig rauskratzen. So, fertig. So schaut das Ganze jetzt aus. Und jetzt gehen wir einfach mal her, packen den Fisch wieder ein wenig zusammen und rollen das hier in die Aluminiumfolie ein. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch nochmal so Scheiben von Zitronen noch einmal innen reinpacken. Es gibt auch nochmal spezielle Würze und jetzt mit der Aluminiumfolie einfach einrollen, fertig machen. So kommt er dann auf den Holzkohlegrill. Also fertig, gehen wir raus, schön mal den Grill an, auf geht's und dann kommt unser Fischler schön auf den Grill. Da knistert's im Karton, so schüre mal Kohle an, beste Methode. Da liegt der tote Fisch, den backen wir. Und der kommt jetzt auf den Grillrost drauf, aber erst schütten wir die Kohle aus und verteilen die schön gleichmäßig. Ihr wisst ja, Grillen unter Palmen ist super, also Kohle ausgeschüttet und danach schön gleichmäßig verteilt. Ein wenig putzen tun wir den Rost, auch wenn der Fisch in Alufolie ist, wir wollen es ja schön sauber haben. Unseren Fisch, den backen wir jetzt schön mittig auf dem Rost und lassen den von beiden Seiten ca. 20 Minuten, also insgesamt 40 Minuten, lasse den garen, 20 Minuten auf der einen, 20 Minuten auf der anderen Seite. Natürlich müssen wir den zwischendurch einmal drehen, sonst funktioniert es nicht, aber so ist die Garzeit, also ca. 40 Minuten, so viel Zeit muss sein. Handschuh angezogen, denn unser Fisch ist sauhaas. Dann packen wir den runter und aufpassen, dass an den Enden uns die Soße nicht ausläuft. Auf der Blatt und dann wieder hoch nach die Küche. Und dann machen wir mal die Folie auf. Jetzt kommt die große Überraschung und einwandfrei. Der ist richtig schön durchgegart, hat sich auch schöner Soße rausgebraten. Das ist super. Das kann man mit Kartoffeln zum Beispiel essen. Die Soße ein wenig aufdunken. Also unser Merluza ist fertig. Ich freue mich schon drauf, denn das riecht super klasse. Also hau mal rein, was sonst? Merluza oder Seehecht vom Grill. Pablo Bommes sagt Servus. Leute, abonniert den Kanal für mehr. Das spanische Kochstudio mit Pablo Bommes. Der erste 5-Sterne-Koch auf YouTube.